It's time. Während ich Sunny verfolgt habe, habe ich all meine Sachen fallen lassen. Die verlorenen Sachen waren wichtiger, also habe ich danach für etwa 10 Minuten gesucht und dann aufgegeben. Dann habe ich mich auf dem Weg nach Hause in Tifa im Forest of Magic gemacht. Dort sah ich dann auch Raymus Leiche. Es war furchtbar. Ich weiß nicht, diese 10 Minuten, das sind mir ein bisschen irritierend. Nun, wenn das stimmt, dann ist ja alles wegen der Zeugin geklärt. Ich konnte halt vorher nichts sagen, weil ich es vermeiden musste, musste zu erzählen, dass ich die Sachen verloren hatte. Pyroflo, ey, jetzt bin ich hier. Choro, konntest du Kyoko finden? Nein, sie scheint wie vom Erdbogen verschluckt zu sein. Und wie kommst du hier zurecht? Ganz gut eigentlich, vor allem mit solchen Zeugen wie ihr. Das ist ihre letzte Aussage und sie ist in einem Netz voller Lügen gefangen. Hier kommen sie nicht mehr weg. Und Choro denkt sich auch so, was habe ich verpasst? Ich habe nicht mal die Aussage zugehört. Okay. Moment mal. Wie hast du deine Sachen verloren? Sunny rannte echt schnell. Ich wollte auch so schnell rennen, aber hab meine Sachen halt verloren. Meh. Du warst also zu langsam? Hey, Klappe halten! Ich bin nicht langsam! Eigentlich schon, wenn du Sunny nicht verfolgen konntest. Ich sagte, hört auf zu sagen, dass ich langsam wäre. Hört auf, die langsame Zeugin zu ärgern und konzentriert euch auf ihre Aussage. Ich bin nicht langsam! Ich stimme der Anklage zu. Die Tatsache, dass diese Zeugin echt langsam ist, ist für das Gericht nicht interessant. Oh, die tut mir leid. Irgendwie. Moment mal. Du hast nur 10 Minuten gesucht? Wenn es so wichtig ist, warum hast du nicht länger gesucht? Mir war langweilig. Langweilig. Ich wollte meine Zeit nicht damit verschwenden, dort am Tatort die Sachen zu suchen. Ich habe sowohl das Grimoire als auch die Zauberbuchseiten ziemlich einfach finden können. Man könnte sagen, die Zeugin ist da etwas langsam. Halt die Klappe! Einspruch. Geld regt schon wieder. Hau auf sie zu provozieren und fangen sie an zu verhören. Pyroflo, übertreibst du da nicht etwas? Es ist ein kleiner Trick. Jemals davon gehört, dass Wut dich dumm macht? Nein. Kein Wunder, aber diese Taktik versuche ich jedenfalls an Marissa aus. Ich sollte also viel angreifen. Wenn sie wütend genug ist, wird sie wohl möglich aus Versehen falsche Sachen sagen. Nicht schlecht, ich finde das geil. Okay. Hast du vorhin nicht gesagt, dass du zum Grindelshock gegangen bist? Das habe ich gesagt, weil ich nicht wollte, dass die Leute wissen, dass ich im Forest of Magic blieb. Immerhin wohne ich ja im Forest of Magic. Und dort hast du dann Raymus Leiche gesehen? Sie sagt nichts. Ach so, weil sie es gerade sagen wollte. Moment mal. Und du bist sicher, dass sie tot war? Ja, und es roch leicht verbrannt. Eindeutig von dem magischen Blitz, den Sunny auf sie losgehen lassen. Na, verdammt nochmal. Das macht alles doch keinen Sinn. Hey, Pyroflo, ich habe da gerade eine Idee. Wenn du sie hören möchtest, wähle einfach überlegen aus. Danke. Really? Choro, ganz ehrlich. Von all diesen Aussagen kommt dir sowas erst jetzt in den Sinn. Ich bin enttäuscht von mir selbst. Please. Ich kann das nicht akzeptieren. Choro, du sagtest, du hast eine Idee? Versuch mal etwas Neues. Wir beide wissen doch, wie es am Tatort aussieht. Warum fragst du Marissa nicht mal danach und schaust, ob alles Sinn macht? Aber in welche Aussage von ihr frage ich das am besten? Versuche einfach einen Moment der Stille zu finden, dann kannst du fragen. Und wie soll das funktionieren? Ja, Joro, erklär mir das. Sogar ich als dein Creator verstehe dich nicht. Okay, die Sachen fallen lassen. Die Sachen waren wichtig. Wichtiger, also ich habe 10 Minuten gesund, dann aufgegeben. Danach habe ich mir aus dem Forest of Magic gemacht. Moment mal! Marissa, ist dir nicht noch etwas anderes zum Tatort aufgefallen? Nein. Schon, irgendwas musst du doch gesehen haben, während du dort 10 Minuten nach deinen Sachen gesucht hast.
Schau, was willst du überhaupt? Außer etwas Müll habe ich dort nichts gesehen. Bezeichnest du Rainbow Hakurai als Müll? Nicht sie, du Trottel! Sie und ich waren Freunde! Ich mein's ernst, da lag halt etwas Müll auf dem Boden, nichts weiter! Ist dieser Müll denn wirklich so wichtig? Ich glaube schon. Ja, die Zeugin soll diese Information zum Müll in ihre Aussage hinzufügen. Nun, ihr zwei würdet Informationen über Müll verfolgen. Gut, dann soll die Zeugin es hinzufügen. Warum nochmals muss ich das machen? Oh Mann. Irgendwo beim Tatort lag etwas Müll. Ich werde es mal angreifen, bevor ich hier etwas präsentiere. Und was war das für Müll? Es war Müll! Was gibt's denn da zu sagen? Kannst du eine bessere Beschreibung dafür geben? Es war Müll! Ich bin mir sicher, irgendwo in der Nähe muss doch ein Mülleimer sein, den du dir in Ruhe ansehen kannst. Sag mir, wie es aussah! Okay, wenn es dich glücklich macht, es war irgendeine Art Stab! Ein Stab? Wie sah der aus? Wie oft noch? Ich hatte keine Zeit, mich um den Stab zu befassen. Wie ich den Stab wieder sehen würde, wenn ich den Stab wieder sehen würde, könnte ich dir vielleicht sagen. Aber sonst habe ich wirklich keine Ahnung, wenn sie den Stab sehen würde. Sag mir nicht, es ist der Yasaka-Golfschläger. Tja, Joros Hinweis bringt mich wirklich nur zu. Tut mir leid, diese Zeit muss ich jetzt überspringen, weil Müll. Oh Gott, irgendwann tag etwas Müll. Oh Mann! Das macht mich gerade fertig. Hier, da hast du den Müll, den du suchtest. Marisa Kirisame, was willst du jetzt wieder von mir? Du sagtest, du könntest den Stab wiedererkennen, wenn ich ihn dir zeige. Ist dies der Stab, den du meintest? Hey, das ist der! Ich erinnere mich an dieses komische blaue Y. Also ist das der Stab? Dann hast du uns erneut angelogen, Marisa Kirisame. Ich habe was? Dieser Stab wurde nicht beim Forest of Magic gefunden, sondern beim Misty Lake. Und weil du die letzte Person dort am Tatort warst, musst du diejenige sein, die den Stab ins See geworfen hat. Einspruch. Wir brauchen Beweise, dass dieser Stab wirklich beim Forest of Magic war. Den stimme ich zu. Herr Scarlet, Sie brauchen Beweise. Die habe ich, euer Ehren. Und der Beweis ist bestimmt das verbrannte Objekt. Bitte. Einspruch. Ach, leck mich! Ich dachte, dieses verbrannte Objekt hätte eine Verbindung zu dem Stab. Let's see, also. Wo war das nochmal? Das Golfschläger ist aber zerbrochen, ja, aber wo war das? Moment, wo war das? Sicher, dass es das nicht war, oder habe ich mich vorhin gerade vertippt? Aber es war in der Nähe der Leiche, nein. Der Stab nochmal? Einspruch! Shit, Da haben wir jetzt wirklich so ein Problem. Es muss doch das verbrannte Objekt sein, oder? Einspruch. Kommt schon, ich weiß, dass ich es zwar vielleicht ausgewählt habe, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Okay, es war falsch. Shit. Ach, komm schon. Yasaka Golfschläger. Ich glaube, ich sollte mich erstmal mit anderen Sachen befassen, bevor ich das hier mache. Und zwar, es könnte aber auch... Vielleicht ist es ja in unserer Notiz, weil am Boden war ja das alles durchgewühlt. Ah, gut, okay, da hatte ich recht. Mein Beweis ist diese Notiz. Ernsthaft, das ist doch kein Beweis, das du selbst geschrieben hast. Schon möglich, aber die Sachen beschreiben den Forest of Magic. Mein eigentlicher Beweis ist damit der eigentliche Tatort. Was hat das zu bedeuten? Sehr simpel. Joe und ich haben den Ort mit Dreck bemerkt und dass der Dreck durchwühlt wurde. Doch zudem beim Dreck war ein Abdruck zu sehen,
der von einem Stab. Und dieser Abdruck passt perfekt zu dem Stab, den Marissa gesehen hat. Nein, das kann nicht sein! Warum hast du den Stab also fortgetragen, Marissa? Ich habe den Stab nicht berührt. Zeugin, das reicht jetzt. Du wurdest gewarnt und hast erneut gelogen. Aber ich habe nicht gelogen. Ich habe den Stab nicht berührt. Warum sollte ich auch? Es lag einfach nur neben Raymos Leiche. Hä? Idiotin! Ach, halt doch die Klappe. Ich hätte niemals aussagen sollen. Stimmt, es wäre besser, wenn ich dich hätte aussagen... besser aussagen lassen. Du machst nichts als Ärger. Weißt du was, Marissa? Ich glaube dir. Oh wow, ich schätze, du bist wohl auch nicht so dumm, wie du aussiehst. Allerdings trotzdem ziemlich dumm. Der Stab lag direkt neben der Leiche. Genau, das stimmt. Na, take that, du nervige Staatsanwältin. Das reicht, du bist jetzt auf dich allein gestellt. Ich habe auch noch eine Frage, Marissa. Ja, was denn? Du sagst also, der Stab lag direkt neben der Leiche, aber lass uns doch noch das Diagramm nochmal ansehen. Die Leiche von Raymo wurde dort beim roten Punkt gefunden, dort, wo der erste Blitz eingeschlagen hat. Aber Marissa, der Stab lag viel weiter weg, dort im Dreck. Dementsprechend ist es fragwürdig, wie du behaupten kannst, du hast diesen Stab neben dem Opfer gesehen. Oh, Flower, help! Hm? Du willst Hilfe von der nervigen Staatsanwältin? Tja, da hast du dir dein eigenes Grab geschaufelt. Ich habe mich wohl geirrt, der Stab war wohl doch nicht in der Nähe von Raymos Leiche. Versuche es gar nicht erst, ich weiß genau, was du getan hast. Was hat sie getan? Etwas, das ich nicht verstanden habe. Im Forest of Magic war der Dreck in der Ecke durchwühlt gewesen. Und jetzt weiß ich auch, wer und warum. Du warst es, Marissa. Aber warum würde sie den Dreck durchwühlen? Ist das nicht offensichtlich? Ich glaube dir, dass du den Stab nicht bewegt hast, aber du hast etwas anderes dort bewegt. Nein! Was hat die Zeugin stattdessen dort bewegt? Die Antwort ist... sehr simpel. Es war... wirklich das verbrannte Objekt. Einspruch. Ach, fuck my life! Wieso ist das verbrannte Objekt nicht... Please! Ich meine, guckt euch das doch an! Das lag in der Nähe der Leiche! Egal. Dann hat sie ja so stattdessen... Was lag denn noch bei Raymos Leiche? Die Fotos? Einspruch! Also zumindest die verbrannte Version. Mäh! Ich hatte doch die Fotos angewählt, oder? Doch, natürlich. Das gebrauchte Siegel vielleicht? Einspruch! Ach, kommen Sie schon! Please, Richter, gehen Sie doch meine Theorie durch. Please, ich habe nur noch 4 Versuche. Wurde mit diesen Bildern... Ist ja nur der Brief der Drohung, aber... Sie hatte irgendetwas zu ihr gelegt. Aber was? Was hatte sie bitte bei ihr zugelegt? Den Schläger selbst? Und nein, der Schläger war da... Oh, oder? Hä? Nur das kaputte Objekt lag da, aber was hatte sie zu ihr geschoben? Was hat sie bitte zu ihr gelegt? Oder anders gesagt, was hat sie bewegt? Bitte! Was hat sie denn bitte hiervon bewegt? Warte. Doch nicht Raymo selbst, oder? Nimm das! Was? Okay? Damit habe ich nicht gerechnet, okay.
Ich fühle mich so dumm. Der Stab und die Leiche von Raymo lagen beide ursprünglich nebeneinander. Du hast den Stab nicht bewegt, du hast die Leiche bewegt. Nein, ich! Raymo starb eigentlich gar nicht unter der Wolke, denn der erste Blitz hat sie nicht getötet. Aber unsere Zeugin hier, sie hat die Leiche unter die Wolke bewegt, um Sunny die Schuld an der ganzen Sache zu geben. Was? Aber der Dreck wurde durchwühlt, weil die Leiche so wie auch der Stab den Abdruck im Dreck hinterlassen. Sie hat den Dreck also durchwühlt, damit niemand merkt, dass die Leiche ursprünglich dort lag. Das ist alles, euer Ehren. Zeugin, haben Sie irgendetwas zu Ihrer Verteidigung zu sagen? Ich gebe auf. Hä? Ja, ich habe die Leiche bewegt. Ich gebe es zu. Ich wusste es. Zeugin, Sie gestehen? Raymo und ich sind alte Freunde. Aber sie hat mich schon vor langer Zeit ersetzt mit Sachen, die ihr wichtiger sind. So auch ihre Konkurrenz zu Mikus wie Sanae. Eigentlich sollte ich für den Tango Express zu Scarlet Devil Mansion fliegen. Aber dann bemerkte ich Raymo und Sanae im Forest of Magic. Ich wollte wissen, was da los war und habe etwas gelauscht. Als Sanae dann wegrannte, wollte ich schauen, was los war. Aber ich habe meine Sachen verloren. Ich habe dann einige Minuten später Raymo dort liegen sehen. Und ich wurde wütend. Sie war tot und ich wollte die Sachen so lassen, wie es war. Aber dann kam die Erinnerung hoch an die Sachen, die mir damals Raymo weggenommen haben. Ich wollte, dass Sanae schuldig ist. Es tut mir leid, ich habe gelogen. Sanae hat sie nicht umgebracht. Der erste Blitz hat Raymo nicht getötet und das war der einzige, den sie ziehen konnte. Die Tatsache, dass die Leiche ursprünglich gar nicht unter der Wolke lag, beweist das. Und du kannst bestätigen, dass du die letzte Person dort am Tatort warst? Ich bin mir sicher, dass ich war die letzte Person dort. Zumindest habe ich sonst niemanden gesehen. Das ist merkwürdig. Wie ist denn der Stab bei Mystilek überhaupt gelandet? Es scheint, als ob dies alles nur ein großes Missverständnis war. Die Angeklagte konnte das Opfer nicht umgebracht haben. Sie starb an einem komplett anderen Ort im Wald. Wir können davon ausgehen, wenn der erste Blitzanschlag nicht der tödliche war, dann war es der zweite. Ein Blitz, über den Sanae keine Kontrolle hatte, musste Raymo wohl ungewollt auf den Schwachpunkt der Barriere getroffen haben. Das ist wahrscheinlich, was passiert ist, auch wenn ich keinen weiteren Blitz gehört habe. Aber das ist die einzig mögliche Erklärung. Auch wenn Sie nicht die Mörderin sind, Zeugin, Sie haben vor Gericht gelogen und den Tatort verfälscht. Die Fehlwache wird Sie jetzt mitnehmen und Sie werden unter Xanadu dafür bestraft werden. Ist schon okay, ich werde es aushalten. Na, sie. Wenn ich darf, würde ich gerne noch eine letzte Sache sagen. Natürlich, was ist denn? Du bist schon der Anwalt, geht mir so richtig auf den Namen und warte erst, bis ich wieder frei bin. Dann kannst du das blaue Wunder und ich werde dich dann sowas von verprügeln. Für alles, was du angetan hast und ein nervig fangst mit dunklen Föhre. Du kannst mich mal, ich werde dir schon zeigen, ob du das Haus angewinkt mit oder auch immer die bescheuerten Schlappen. Really? Wieso? Wieso? Das hab ich grad geahnt! Auch wenn es ein paar unbeantwortete Fragen in dem Fall gibt, fühle ich mich, als ob ich nun endlich ein faires Urteil im Fall von Sanae Kogir fällen kann. Der erste Blitz hätte Raymo nicht töten können. Marissas Geständnis beweist das. Hey, wir haben es geschafft! Ende gut, alles gut, denke ich. Das Gericht befindet die Angeklagte Sanae Kogir für... Einspruch! Nein! Ihr habt mich wohl vergessen, hm? Fräulein Harmony, was ist los? Sie stehen alle einfach kurz davor, das falsche Urteil zu geben. Das ist alles. Sanae Kogir hat Raymo Hackerei wirklich umgebracht. Wir haben gerade erst ein Geständnis, was das Gegenteil behauptet. Genau, Raymos Leiche wurde im Dreck gefunden und der erste Blitz war direkt unter der Wolke. Ich gebe der Verteidigung recht, die Annahme, dass Sanae die Mörderin ist, wurde darauf basiert, dass sie den ersten Blitz zielte. Und der erste Blitz war es nicht, es war der zweite, über den Sanae keine Kontrolle hatte. Ach, lass uns doch ein wenig über diesen zweiten Blitz reden. Noch kein Zeuge hier hat je gesagt, dass er oder sie den zweiten Blitz gesehen oder auch nur gehört hat. Es scheint, als ob dieser Blitz auch nie wirklich existiert hätte. Aber wie soll Raymo denn sonst gestorben sein? Durch den ersten Blitz natürlich!
Aber wir haben doch gerade erklärt, warum das nicht sein kann. Und ich werde euch jetzt erklären, warum das sehr wohl sein kann. Dies ist die Situation von dem ersten Blitzeinschlag. Der erste Blitz schlägt dann ein und die Schockwellen sendeten die Leiche zur Seite in den Dreck. Aber du hast keine Beweise, dass... Beweise? Ich brauche keine Beweise. Es ist Logik. Nein, du brauchst Beweise. Das ist wirklich Beschiss, Anfängerin. Ich frage das Gericht, was macht mehr Sinn? Ein Blitz, der von niemandem gesehen oder gehört wurde, bringt Remo zufällig um und obwohl sie geschützt war. Oder der erste gezielte Blitz hat eine Schockwelle, die das Opfer wegstößt. Das letztere natürlich. Und nicht zu vergessen, dass es keine Indikation davon gibt, dass beim Dreck dort ein Blitz einschlug. Selbst die blonde Hexe hätte das nicht durch Dreck durchwühlen verborgen. Nein! Sie haben recht. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Fräulein Harmonies Theorie mit dem Schockwellen vom Blitz macht Sinn. Natürlich, denn das ist das, was wirklich passiert ist. Geben Sie jetzt bitte das korrekte Urteil. Einspruch. Nein, ich habe noch weitere Verdächtige. Einspruch. Oh nein, diesmal nicht. Die lästige Verdächtige war bereits unschuldig, Pyrofalschskale. Das stimmt, Herr Scarlett. Ich kann Sie nicht ohne mächtigen Beweise leider niemanden anschuldigen lassen. Aber ich habe Beweise. Kyoko Kasodani, sie hat mich angegriffen und hat versucht, meine Beweise zu stehlen. Außerdem ist sie auch wie Sane eine Miko. Kasodani? Tut mir leid, aber das funktioniert so nicht. Erstens, sie wurde beim Untersuchungshaft bereits für unschuldig befunden und freigelassen. Sagtest du nicht, sie ist entkommen? Oh, sagte ich das? Ich meinte freigelassen. Upsi! Was? Also habe ich... Aber ich habe doch nach ihr gesucht. War das etwa alles umsonst? Und zweitens, sie kann es gar nicht gewesen sein, denn sie hatte ein perfektes Alibi. Sie hat nämlich bei der Feenwache beim Higen anonym mitgeteilt, dass der Mord stattfinden wird, kurz vor dem Mord. Es macht also sogar überhaupt keinen Sinn, dass sie das tun würde. Sie würde ja wohl keinen Mord begehen, den sie vorher bei der Feenwache ankündigt. Außerdem blieb sie dort eine Weile und ging dann zum Scarlet Devil Menschen. Viele können dies bezeugen, die Feenwache bis hin zu Patchouli Knowledge. Aber sie muss doch schuldig sein. Hast du dafür ein paar Beweise? Denn ich weiß ganz sicher, dass Kyoko Kasodani nicht beim Forest of Magic zur Tatzeit war. Aber was ist mit dem Stab? Was soll damit sein? Wie soll der Stab zum Misty Lake gekommen sein? Marisa war die Letzte am Tatort und sie hatte es nicht zum Misty Lake gekonnt, ohne von Alice gesehen zu werden. Nach dem, was wir wissen, könnte Marisa ihn heimlich dorthin gebracht haben, indem sie fliegt. Aber sie hat sich geweigert, den Stab hier berührt zu haben. Sie hat sogar eher zugegeben, die Leiche bewegt zu haben. Es ist, wie Marisa sagte, nur Müll. Wem interessiert? Dieser Stab ist nicht mal die Mordwaffe, da Remo elektrokutiert wurde. Aber dort musste doch jemand am Tatort gewesen sein. Du hast doch vorhin erst etabliert, dass Marisa die Letzte dort war. Zieh deine Worte jetzt nicht zurück, Pyrofeigling Scarlet. Oh, shit. Es ist aus, ihr habt nichts übrig. Sonne ist schuldig. Das ist unmöglich, egal was ich sage, ich verliere. Aber Pyroful, es muss doch was geben, was wir tun können. Ich habe nicht, was Kyoko oder generell irgendjemanden dort am Tatort bringt. Was ist mit der Sache wegen dem Erpressen? Das wird uns hier nicht weiterhelfen, denn es beweist nichts. Und wenn ich darüber irgendwas sage, wird Flower mich sofort festnehmen lassen. Es tut mir leid, Sane, ich habe versagt. Ruhe im Gerichtssaal! Ich habe genug gehört und Fräulein Harmonies Argumentation leuchtet perfekt ein. Geben Sie das Urteil einfach jetzt. Die Verteidigung wird einfach nur noch lächerlich. Ich schätze, die Zeit ist dafür endlich gekommen. Pyroflo, du kannst es nicht aufgeben! Choro, es wird jetzt Zeit, den Helden zu spielen. Mit allen Beweisen, die hier vor Gericht präsentiert wurden. Pyroflo! Befindet das Gericht die Angeklagte Sanekushi für... Nein! Was? Wir haben verloren. Gab es daran irgendwie wirklich Zweifel? Die Gerichtsverhandlung ist damit beendet. Nein! Nein! Was? Oh. Ich erhebe Einspruch! Kyoko?
Was hat das zu bedeuten? Ich habe mich an etwas Wichtiges erinnert, was den Fall angeht. Bitte lasst mich aussagen. Nein, kannst du nicht. Dafür ist es zu spät. Das Urteil wurde bereits gefällt und das Gericht ist geschlossen. Diese Chance darf nicht ungenutzt bleiben. Euer Ehren, lasst sie aussagen. Es tut mir leid, aber die Anklage hat recht. Mein Urteil wurde bereits gefällt, dafür ist es zu spät. Bitte, euer Ehren, es ist wichtig. Unsere Jobs beinhalten die Suche nach der Wahrheit. Das heißt auch, dass wir keine Beweise und keine Zeugen ignorieren dürfen. Es ist wirklich wichtig, da bin ich mir sicher. Ich kann nicht glauben, dass sie überhaupt darüber nachdenken. Der Fall ist vorbei. Diese Aussage könnte alles verändern, was wir über den Fall wissen. Komm schon! In Ordnung, Herr der Hedgehog. Ich werde Ihre eine Aussage erlauben. Was?! Aber bedenken Sie, dies ändert mein Urteil nicht. Ihre Klientin ist immer noch als schuldig angesehen. Sobald Sie auch nur irgendwie vom Thema abweichen, beende ich das Verhör. Es gibt dann also keine Einsprüche, keine Widerreden und sonst was, verstanden? Verstanden, euer Ehren, und danke. Ich fasse es nicht, das ist unmöglich. Sie ist schuldig, schuldig, schuldig! Es geht kein Zurück mehr. Da Sunny als schuldig angesehen wird, können wir den Fall nicht mehr verlängern. Dies ist unsere letzte Chance. Zeugin, Sie dürfen dann jetzt Ihre wichtige Aussage machen. Aber wir haben schon viel zu viel gemacht. An dieser Stelle würde ich den Part jetzt beenden und hoffe, ich hat euch das Video gefallen. Falls ja, könnt ihr das Video gerne bewerten und schreibt in den Kommentaren, was ihr zu dem heutigen Part haltet. Oder halt je nachdem, ob ich die Parts jetzt gesplittet habe oder nicht, je nachdem. Und bis dahin, tschüss, ciao und bis zum nächsten Part. Adios!